Hallo Leute, ja, wir haben letztes Mal einen Absturz gehabt. Der Evan Schilde, der ist jetzt da. Wir haben ihn gerettet und er hat sich uns angeschlossen, weil wir ihn gerettet haben. Ja, jetzt wollen wir ihn aufpäppeln. Er muss gesund werden und wenn er gesund ist, dann haben wir eine Arbeitskraft mehr hier. Das sollte erstmal klappen. Wir sind aber auch schon auf einem guten Weg. Ich würde sagen, Logo schauen und dann gehen wir auf den Großbildschirm. Ja, hier oben machen wir, glaube ich, schon ein Zimmer für ihn, damit er dann auch ein Bett kriegt und da sich wohlfühlen kann. Das werden wir dann auch hinbekommen. Und wir gehen mal hier außer Pause, damit er auch geheilt wird. Es ist Nacht. Wir können natürlich auch in der Nacht mal Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Das ist eher okay, aber das ist, glaube ich, schon in der Mache. Wenig Nahrung. Oh, es hat niemand Essen gemacht. Oh, jetzt kriegt er einen schweren Zusammenbruch. Weil der war doch gut, oder? Nicht das Bett aus Holz. Nee, sozial. Nee, Bedürfnisse. Okay, er braucht was zu essen. Stimmung ist natürlich jetzt noch ein bisschen runter. Das ist klar. Eigentlich sieht das auch alles ganz gut aus, oder? Wir müssen nur gucken, dass er was zu essen kriegt. Und wir müssen sowieso gucken, dass wir was zu essen kriegen. Insgesamt. Kaputte Kleidung hat er, keine Forschung haben wir. Okay, dann sollten wir vielleicht da mal drüber nachdenken. Bierbraun, ja. Bäume pflanzen, Drogen herstellen. Was haben wir denn noch so hier? Strom haben wir jetzt schon. Klimatechnik, verbesserte Lampen, Hydrokulturen. Wasserradgenerator. Ich habe auch kein Wasser, dann brauche ich keinen Wasserradgenerator, oder? Hier, das ist doch schon mal was, was wir machen können, oder? Was herstellen, damit wir. Ah, da ist schon jemand wach. Was macht sie jetzt? Holt eine Essensration wahrscheinlich daraus und das ist die letzte, ne? Ah ne, das deckt sich da was. Wäre schön, wenn du ihn gefüttert hättest. Aber denk mal an dich. Ich sehe jetzt hier auch gar keine. Ach, da drunter steht 7 Stück. Ach, da haben wir ja reichlich. Fanglager ist auch fertig. Sieht erstmal gut aus, oder? Sie geht forschen. Ne, doch nicht. Sie geht ausbuddeln. Ja. Hat jetzt nicht den schönsten Raum gerade im Moment, aber das ist halt so. Dann geht was essen. Was macht er? Behandelt Valentina den Hund. Okay, das ist auch wichtig, dass der Hund auch wieder fit wird. Und dann macht er hier auch nochmal Tierpflege. Das ist aber gesund, das Fohlen. Über den Zaun kann man auch übersteigen. Sieht auch so aus. Hier kann man auch übersteigen. Ja, tendenziell müssen wir mal verteidigungstechnisch vielleicht auch noch ein bisschen zusehen, dass die Wände heile werden, ne? Behandelt Fohlen, das ist auch verletzt, okay. Grippe hat das Tier, okay. Und jetzt geht er kochen, das ist immer gut. Kochen ist wichtig. Hier unten haben wir Eisen ohne Ende, das ist auch gut. Können wir da noch was, und da können wir noch weiter abbauen, das ist, glaube ich, auch alles markiert. Gott. Page ist ordentlich am Arbeiten. So, das gehört zurzeit zum Labor, weil hier noch keine Tür dran ist. Kann das sein? Ja, passt schon. Architektur, Strukturen, Wand. Das Kalkstein. Machen wir mal dahin, ne? Dann können wir den Raum später hier ausarbeiten in der richtigen Form. Obwohl, hier wäre schön gewesen, Granit zu haben, ne? Mach das nochmal abbrechen. Kriegen wir da auch eine Granitwand hin? Wand aus Kalkstein, ne. Glasstahl, Uran, ja, der Silber. Es gibt gar keinen.
Kalkstein geht halt nur. Granit kann man wohl nicht so machen. Da können wir das nur nicht. So, Essen wird gekocht. Hier wird geforscht. Batterien sind voll. Essen für 2 Tage haben wir noch nicht ganz. Wir sind erst bei 6. Und wo ist... Also sie ist noch am Arbeiten hier unten. Ja. 3 Felder noch. Und er macht hoffentlich noch weiter Essen. Das sieht gut aus. Aber hier müssen wir drüber nachdenken, wenn wir eine Person mehr haben, dass wir vielleicht auch erweitern müssen, oder? Ja. Wir müssten auch mal hier Steinmetztisch, den haben wir. Also der Trichter. Okay, das ist Zufuhr zum Nähtisch. Nähtisch aus Holz. Was war das jetzt? Wo ist das verrückte Meerschweinchen? Da ist das verrückte Meerschweinchen. Kampfmodus. Kampfmodus. Okay. Gut, erledigt. Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Schmeiß eine Party. Tja, die sollen wir mal irgendwo schmeißen, aber wo? Was macht Redrun? Entspannt sich sozial, ja. Ach so, er ist nicht mehr im Bett. Wo ist er? Da ist er. Geht's ihm gut? Er ist noch verletzt. Ruht sich aus. Okay, dann weiß ich nicht. Party war da irgendwie nicht, aber... Okay, zum Ort springen. Gut, die bringen viele schöne Sachen bestimmt mit. Muss man den mit dem Fragezeichen nur finden, aber wahrscheinlich ist das Fragezeichen noch nicht da, oder? Doch, da ist er schon. Habe ich den jetzt ausgewählt? Ich glaube schon, ne? Lass die erstmal ein bisschen näher noch kommen. Wir haben jetzt 2 Tage Essen, das ist schon mal gut, aber vielleicht können wir auch schauen, dass wir was getauscht kriegen oder sowas. Wir müssen das Feld hier noch vergrößern, das oder eine zweite Sache anpflanzen. War das bei Produktion? Hier hatten wir erstmal geguckt, da waren wir stehen geblieben beim Nähtisch, den wir immer noch nicht haben dann. Mach den mal dahin. So, und wo ist die Karawane? Hier sind Meerschweinchen. Sophie. Ah, hier ist die Karawane. Ja, da müssen wir gleich schauen. Essen ist erstmal gut. Hier sind wir schon mal gar nicht so schlecht mit den Männern. Hier fehlt es irgendwie noch. Wo bleiben die jetzt hier? Direkt bei uns zu Hause oder was? Geht der jetzt auch noch bei uns in die Küche oder was?
Ja. Gut, Kind, Arbeiterin. Halt mal gerade an. Habe ich sie ausgewählt? Ja. Wer war denn bei uns mit dem Handeln überhaupt gut? Das müssten wir mal gerade wissen, ne? Fernkampf, Nahkampf, Konzentration, Bergbau, Kochen, Pflanzen, Tiere, Handwerk, Kunst, Medizin, Sozial, Intellekt. Ah, Schutzraumkind, Flottenforscherin, Drogenfaszination. Hat man nicht irgendwer einen, der gutes Gedächtnis? Inventar? Nee. Nee, ich glaube, das war's dann. Das wollen wir nicht machen. So, weiter geht's. Sie wird sich mal darum kümmern, mit dem Händler zu sprechen. So, was bieten wir an? Was wir haben. Und was die haben. Die haben wohl Ziegen. Wäre eigentlich interessant zu haben, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dann können wir nämlich Ziegenmilch kriegen. Obwohl, die haben auch anderes. Positionales Einkauf, negative Zahl ist. Wie, wir haben Ziegen? Nein, haben wir nicht. Das versteht jetzt keiner, ne? Oder? Das hat eine Grippe. Wenn wir das rüberkriegen, gibt es so. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber lassen wir so. Wir haben definitiv keine Ziegen, oder? Das haben die. Der will ja das Geld dafür haben, oder? Genau so ist es. Komische Aussage hier oben. So. Hightech-Bauteile haben sie. Weltmedizin. Wir haben, ich weiß nicht, wir können ja mal alle Bauteile hier auswählen. Wir wollen erstmal gucken, das, was wir alles machen wollen. Keine Ahnung, was ein Luziferium ist. Blastahl, okay. Das können wir auch verkaufen, wenn, aber. Das haben die alles hier noch. Und die Häschen wollen sie nicht haben, das ist ja schon wieder doof. Großbildfernseher, Flachbildfernseher, Teleskop, Global, Psycho, Elefantenstoßzahn. Das ist jetzt alles nicht. Speedys Ansichten zur Mahlzeit.
Okay, kann man, dieses Buch hat viele Besitzer gewechselt, aber das sind lesbar, wenn auch der Kandidat kochen und das sind. Ey, das ist wichtig. Was ist Fertigkeitstraining, Handwerk? Da haben wir gerade einen Handwerker gekriegt, der richtig gut ist. Den brauchen wir. Psyche, Beruhigungsimpulsgeber brauchen wir auch nicht. So, das bedeutet, dass wir gewisse Dinge, Hightech-Bauteile, wird nichts werden, können wir weg. Wir haben sowieso zu wenig Geld. Und die Bauteile brauchen wir auch leider nicht. Wir müssen überlegen, dass wir was anderes, wenn verkaufen können. So, das hier haben wir. Ein Hengst, eine Stute, unser Hund, Ziegenbock. Das haben wir ausgewählt, aber wir. Ich glaube, wir haben. Können wir uns das leisten? Haben wir so viel Geld? So wie es aussieht, haben wir so viel Geld, ne? Können das ja mal hier so machen. Nee, weiß ich nicht. Nee, 134 nur, ne? Nee, haben wir nicht. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt schauen, dass wir etwas verkauft kriegen. Der Stute und den Hengst, die haben wir natürlich. Männliches Fohlen. Dann geben wir den Hengst mal weg. Und 136, also das wird nichts werden hier, ne? Aber das mit dem Essen ist mir sehr wichtig. Einunddreißig kriegen wir dann noch. Aber die Stute würde ich auch nicht weggeben wollen. Das wäre auch jetzt gerade. Nee, warte mal, das wäre. Den Hengst können wir weg, weil da das Fohlen ja nachwächst. Aber so richtig bin ich da auch noch nicht von überzeugt. Aber wir können ja auch hier vielleicht was rübergeben. Da haben wir schon mal reichlich. Das wäre genau 0, oder was? Das wollte ich haben. Und das würden sie kaufen. Aber das wäre es jetzt, ne? Allerdings kriege ich jetzt keine Ziege und keinen. Vielleicht sollte ich mehr auf Ziege und Ziegenbock gehen und die Pferde dafür wegtun, oder? Dann würden wir noch was kriegen. Das würde bedeuten, ich kann den Plastall noch wieder rückgängig weitermachen. Ich glaube, wir gehen auf Ziege. Das Fohlen lassen wir. Ach, das Fohlen können wir dann auch abgeben. Die Reittiere, ja, weiß ich nicht. Dann ist das Fohlen hier. Und den Hengst. Ja, die Stute bräuchte ich dann noch. Dann sind 279 miese. Kriegen wir das hin? Tatsächlich. Da würden wir aber einen ganzen Plastall weggeben. Und sonst ist nichts hier, ne? Ja, das Buch will ich schon haben. Das ist wichtig. Ich glaube, ich mache das so. Ich hoffe, ich mache da jetzt nichts falsch. Ich habe auch keine Ahnung, wie alt solche Ziegen werden können. Auf jeden Fall müssen wir eine Koppel dann dafür machen. Komm, akzeptieren wir. So, Pferd geht schon raus. Tiere. Wo sind die Ziegen? Als letztes hier.
Ziegen müssen da jetzt rein. Erstmal, vorübergehend. Wo sind die Ziege? Kommen die noch? Hier ist ein Esel. Ah, da ist die Ziege, oder? Gehen die da jetzt von alleine rein? Nicht. Priorisiere das Anleihen der Ziege. Page macht jetzt die Ziege und bringt die da rein, ne, oder? Okay, passt. Hier sieht es schon so aus, als ob nichts mehr wächst, oder? Kann das sein? Aber es sind schon beide drin, ne? Ja, wunderbar, das hat gut geklappt. Da mach weiter, das ist auch eine gute Idee. Nahrungsmittel sind nur 6. Ich hoffe, es kocht einer. Macht er auch. Wenn er gleich fertig ist. Ne, mach erst nur 8 und dann müssen wir auch mal schauen, dass hier aufgeräumt wird wieder, ne? Einige Labor. Mach erstmal das Labor sauber, wo du hier arbeitest. Oh, da hast du aber viel sauber zu machen, weil da ist noch keine Tür drin. Ja, wird werden, ne? Sam, was ist Sam für einer? Scharfschützin. Ich hoffe, die gehört zu denen hier. Kaputte Kleider, warme Kleidung fehlt wenig. Ja, wir wollen ja auch den Tisch hier fertig kriegen, ne? Das aus Holz zu bauen. Ja, wird werden. Es dauert halt alles seine Zeit, ne? Hier ist schon mal richtig schön aufgeräumt. Den wegtragen. Wegtragen, 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 wegtragen. Kann man bestimmt eigentlich auch anders machen, ne? Was ist das jetzt hier? Das kann ich hier auswählen. Warte, hier steht Höhlendecke massiv und hier Höhlendecke dünn. Okay, passt schon. Die Häschen wollten sie nicht haben. Das nervt jetzt gerade ein bisschen, ne? Willi tut Essen machen, eine Portion Bräuner, dann habe ich 2 Tage. Macht jemand gar nichts? Die unterhalten sich gerade. Entspannt sich sozial, aber reinige mal die Küche. Das ist jetzt gerade nett, wenn du das tun würdest. Er heilt sich noch. Wie sieht denn seine Bio aus? Also eine Bio. Nahkampf 10, okay. Bergbau 3. Er ist soweit gut. War auf einer Party, gestörter Schlaf. Ja, die Krankenstation ist abscheulich, das ist auch gut, ne? Alle sind am Pennen, außer die, die schlafen wohl nicht. Naja, ich würde sagen, mal ein bisschen was. Ach, jetzt gehen die auch noch hier rein und essen hier. Ach, alles kein Problem, mach mal. Und diese Viecher sind auch noch drin. Naja, und in der Zeit, wo die hier sind, ist es auf jeden Fall wohl sicher. Naja, wenn da so ein Tisch ist, dann setzt man sich da schon mal hin, ne? Und wir müssen an Speedys Buch hier denken, dass das einer liest, ne? Das ist wahrscheinlich wichtig. Unser Koch. War das Red Run, die kochen kann? Ich glaube ja, ne? Wo ist Kochen? Da ist Kochen mit 3. Ich glaube, da müssen wir noch definitiv weiter vorankommen mit Kochen. 1, 2. Und wo ist unser 4.? Ach, hier unten war der. Auch nur 2. Red Run wird das Buch lesen müssen.
Gut. Aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.